Ja, schönen guten Abend auch von mir, meine Damen und Herren. Das ist jetzt natürlich eine echte Aufgabe. 5 Minuten sind mir gegeben, Ihnen das hier nahezubringen. Aber ich habe erst gedacht, es geht nicht, es geht aber doch, weil nämlich das Podium hier so kenntnisreich schon vorgelegt hat, dass ich darauf wunderbar Bezug nehmen kann. Sozusagen, es ist fast schon alles gesagt, aber ich habe jetzt die Bilder noch mit und die will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Ich will aber auch noch mal sagen, aus der Sicht der Verwaltung, wir haben die Aufgabe, als gemeinsame Landesplanungsabteilung für 2 Länder zu planen. 2 Länder mit auch unterschiedlichen Befindlichkeiten. Es gibt eben nicht nur Berlin, es gibt nicht nur das Umland, es gibt auch den ländlichen Raum. Und wer mit dem Fahrrad mal so rausfährt, der merkt, dass dieser ländliche Raum sehr früh anfängt. Und deswegen ist es immer die Frage, wie halten wir das Land zusammen? Hier sehen Sie einen Ansatzpunkt, den wir in unserem Landesentwicklungsplan auch konstitutiv mit eingestellt haben, nämlich das Thema der transeuropäischen Achsen. Frau Schneider hat es gesagt, diese Achsen, die kommen von außen nach innen. Also die kommen nicht, gehen nicht in Berlin los, sondern die kreuzen sich in Berlin. Und damit gibt es natürlich auch entsprechende Entwicklungsimpulse, die ausgehen können, zusammen mit anderen, die ich gleich noch zeige, für die Tiefe des Raumes, den wir immer mit im Auge behalten müssen und was der LEB auch tut. Auch dieses Thema, was mit diesem Bild hier angesprochen ist, ist schon angesprochen worden in der Runde vorher, nämlich die Frage, was machen wir eigentlich mit den Nachbarn? Das ist nicht nur eine Sache, die jetzt, sagen wir mal, oben in der Uckermark, in der Beziehung zu Stettin, 500.000 Einwohner relevant ist, es ist auch für Berlin relevant, weil natürlich Berlin, die meisten wissen es, die Hafenstadt von Berlin war Stettin und Berlin hat natürlich auch dort unheimliche Wachstumsmöglichkeiten und wenn man das im europäischen Maßstab sieht, sind das wichtige Punkte, die wir in dem Landesentwicklungsplan auch aufgegriffen haben und auch als positive Botschaft untersetzen mit entsprechenden Maßnahmen. Also ganz wichtig, sich daran gewöhnen, die Hauptstadtregion ist das, was Sie dort sehen und nicht ein Ausschnitt. Das ist das Wesen der gemeinsamen Landesplanung. Aber natürlich haben wir auch den Zoom für Sie mit dabei. Das ist hier der schon viel angesprochene Siedlungsstern. Der Siedlungsstern ist eigentlich per se die moderne CO2-reduzierende Siedlungsstruktur, weil sich eben die Siedlung orientiert an der Schiene. Wir haben da bestimmte Möglichkeiten eingeräumt. Das sind die roten Punkte dort. Das ist der Gestaltungsraum Siedlung, wo wir aus der Sicht der Landesplanung, die ja im Maßstab 1 zu 300.000 agiert, sagen, wir haben nichts dagegen, wenn nachfolgende Planungsebene darüber nachdenken, was man dort an Siedlung unterbringen kann. Sie sehen auf der Folie, wir haben das mal nachgehalten bei durchschnittlichen Dichten, was man dort unterbringen kann, theoretisch. Theoretisch ist es möglich, innerhalb dieser Kulisse, wir haben 2 neue Achsen, Frau Schneider hat es schon gesagt, 515.000 neue Wohnungen unterzubringen. Da staunen alle und sagen, wir haben gar keine Probleme. Natürlich haben wir Probleme, das sind die Mobilisierungsprobleme, wir wissen das. Aber gleichwohl ist es die Möglichkeit gegeben, dort richtig Dampf zu machen. Und das, was nicht gleich geht, muss natürlich irgendwo auch Platz finden. Wo können Wohnungen entstehen? Und da haben wir eben dieses System, Sprung in die zweite Reihe, was wir massiv propagieren und was eigentlich eine Strategie, eine in die Zukunft gerichtete Strategie ist, nämlich zu sagen, dort, wo ich mit der Regionalbahn in der vernünftigen Geschwindigkeit, in der vernünftigen Zeit, 45 Minuten hinkomme, da bin ich, also von den Berliner Arbeitsmarktzentren aus, da habe ich im Prinzip auch die Möglichkeit zu siedeln. Das ist für Brandenburg ein wichtiger Aspekt, weil wir an der Stelle natürlich dann auch Impulse für die Landesentwicklung setzen. Darüber liegt, auch das ist zentral für den ländlichen Raum, aber auch fürs Stadtumland, liegt das Netz, ein sehr dichtes Netz von Mittelzentren. So dichtes Netz gibt es sonst eher selten, bezogen auf die Einwohnerzahlen. In diesen Mittelzentren, das ist eigentlich die Grundfolie, in der wir auch interkommunale Kooperationen machen. Wir haben auch einen Stadt-Umland-Wettbewerb aufgesetzt, wo es genau um diese Kooperationen ging, die sich orientierten an dieser Stelle auf die Stadt-Umland-Beziehungen mit den Zentren, die gut erreichbar sind, über die Schiene, aber natürlich auch über die Straße. Wichtiger Ansatzpunkt, wir konzentrieren an diesen Stellen Funktionen,
konzentrieren dort natürlich auch bestimmte Ausgaben und vor allen Dingen auch die Siedlung. Dort wollen wir die Entwicklung haben. Jetzt ganz zum Schluss, die 5 Minuten sind fast abgelaufen, ich sehe es. Ist es mir nochmal wichtig, darauf abzuheben zu sagen, ja, wir haben mit diesem Landesentwicklungsplan, von dem wir glauben, dass er im nächsten Sommer dann auch tatsächlich als Verordnung in beiden Ländern festgesetzt werden wird, da gehen wir sicher von aus. Wir haben mit diesem Landesentwicklungsplan eine gute Grundfolie, auf der man all das betreiben kann, was die Menschen hier im Umland auch umtreibt. Nämlich die Frage, was kriegen wir eigentlich hin über diese Achsen, die natürlich fast alle oder praktisch alle über die Landesgrenze hinweggehen. Und da haben wir natürlich einerseits, das ist das, was so gelb eingefärbt ist, das Regionalparkthema. Wie gehen wir aktiv mit dem Freiraum um? Dazu haben wir ja auch eine Arbeitsgruppe nachher, die sich dazu noch äußern wird. Aber wir haben auch die Achsenthemen. Unsere regionalstatistischen Untersuchungen haben ergeben, dass die meisten Umzugsbewegungen immer auf den Achsen laufen. Also es wird selten kreuz und quer umgezogen innerhalb dieses unseres Raumes, sondern es spielt sich relativ stabil auf den Achsen ab. Und deswegen ist es natürlich auch zwingend notwendig, weil durch solche Umzugsgeschehen entsprechende Infrastrukturfragen zu stellen sind. Das ist ja, weiß Gott, nicht nur Verkehr, es ist ja auch die soziale Infrastruktur. Wie kriegt man das gemeinsam auf diesen Achsen auch hin, weil es einfach gemeinsame Funktionsräume sind? Und da ist es sehr deutlich, dass diese Kernarbeit natürlich mit dem Rahmen setzenden Möglichkeiten des Landes, aber auch der regionalen Ebene, wir haben eine Regionalplanung, aber insbesondere auch der Kommunen stattzufinden hat. Und ich kann nur sehr appellieren und bin auch sehr optimistisch, dass das gelingt, dass wir mit diesem Rahmen und mit den Formaten, die wir auch bespielen an der Stelle, insgesamt ein gutes Grundmuster haben, um das zu machen, was für Nordrhein-Westfalen hier beispielhaft auch kurz dargestellt worden ist. So, ich glaube, jetzt sind meine 5 Minuten um. Ich hätte es gerne noch ein bisschen ausführlicher gemacht, aber in dem Fall reicht es, um mich zu bedanken. Herzlichen Dank.